Der Ort des Geschehens ist das Jagdschloss von Kronprinz Rudolf in Meierlinck. Das Schloss ist rund 30 Kilometer von Wien entfernt. Dort hatte sich Rudolf für den 29. Januar 1889 zur Jagd verabredet. Mit dabei waren Graf Josef Heusch-Sprinzenstein und Prinz Philipp von Coburg. Am Dienstag, dem 29. Januar 1889, frühstückten die Männer gemeinsam. An der geplanten Jagd nahm Rudolf jedoch nicht teil, mit der Begründung, er wäre erkältet. Der restliche Tag verläuft relativ normal und der Kronprinz zieht sich gegen 21 Uhr in sein Zimmer zurück. Was beide Gäste nicht wussten, im Zimmer Rudolfs wartete Mary Wetscherer auf ihn. Seine erst 17-jährige Geliebte war in einer Nacht- und Nebelaktion und gegen den Willen ihrer Mutter in das Jagdschloss nach Meierlinck gebracht worden. Am nächsten Morgen, das war Mittwoch, der 30. Januar 1889 in der Früh, befiehlt Rudolf seinem Kammerdiener Loschek, die Kutsche für die Rückreise nach Wien anzuspannen. Wenig später hört man zwei Pistolenschüsse. Loschek, Heusch und Coburg brechen die Türe auf und finden Rudolf und Mary tot auf dem Bett. Meierlinck liegt idyllisch inmitten von Wäldern. Und wenn man heute hierher kommt, kann man gar nicht glauben, welche Tragödie sich hier im Jänner 1889 abgespielt hat. Der Thronfolger Österreichs, Kronprinz Rudolf, erschießt seine Geliebte Mary Wetscherer und dann sich selbst. Der Ort der Tragödie, Meierlinck, ist heute ein Ort des Gedenkens. Vom Jagdschloss selbst ist praktisch nichts mehr übrig. Der Kaiser ließ es in ein Kloster umbauen. Dort, wo das Schlafzimmer des Kronprinzen war, befindet sich heute der Altar der Josefskapelle. Im Besucherzentrum und in den Ausstellungsräumen erfährt man mehr über das tragische Leben des Kronprinzen und die Chronologie der Tragödie Meierlinck. In diesem Video beleuchten wir den Tod von Kronprinz Rudolf und begeben uns auf Spurensuche rund um die Affäre Meierlinck in Wien und Umgebung. Übrigens, zum tragischen Leben des Kronprinzen habe ich bereits ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier und auch in der Videobeschreibung. Der nächste Akt der Tragödie spielt sich hier im weitläufigen Areal der Hofburg in Wien ab. Denn Graf Heusch eilt hierher, um die Nachricht von Rudolfs Tod zu überbringen. Hatte man hier in der Hofburg noch wenige Tage zuvor bei einem glanzvollen Galadiner die Verlobung von Rudolfs Schwester gefeiert, ist es nun ein Ort kollektiver Trauer. Zunächst wird Kaiserin Elisabeth informiert, die die tragische Botschaft ihrem Gatten Kaiser Franz Josef verkündet. Kaiserin Elisabeth verwandt den Tod ihres Sohnes übrigens nie. Sie trug danach nur noch schwarz und reiste ruhelos durch die Welt. Kaiser Franz Josef trauerte um seinen Sohn. Doch er empfand den Selbstmord auch als Schmach, weil Rudolf sich seiner Meinung nach aus dem Leben gestohlen habe. An dieser Stelle noch ein Hinweis: Zu Rudolfs Mutter Kaiserin Elisabeth habe ich bereits einige Videos gemacht, wie zum Beispiel zu Gratis-Sissi-Sehenswürdigkeiten in Wien oder ihren Schönheitsgeheimnissen. Ich verlinke die Playlist hier und auch in der Videobeschreibung. Die Todesnachricht des Kronprinzen verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Und im inneren Burghof in der Hofburg versammelte sich eine Menschenmenge, um dem Kaiser die Anteilnahme auszudrücken. Rudolfs Körper wird in die Hofburg gebracht und in der Hofkapelle aufgebahrt. Tausende Wiener stellen sich bei eisiger Kälte mehr als 12 Stunden an, um einen Blick auf den toten Thronfolger zu werfen. Übrigens, um ein kirchliches Begräbnis überhaupt zu ermöglichen, wurden bei einer Obduktion abnorme Geisteszustände diagnostiziert. Denn Selbstmord galt als Todsünde und ohne diese Diagnose wäre das kirchliche Begräbnis nicht möglich gewesen. Am 5. Februar wurde Rudolf in der Kapuzinergruft beerdigt. Heute steht sein Sarg neben dem seines Vaters in der Franz-Josefs-Gruft. Ihr könnt Rudolf dort auch die letzte Ehre erweisen, die Kapuzinergruft kann nämlich besichtigt werden. Dieses Video ist keine leichte Kost. Falls du es informativ findest, würde ich mich aber trotzdem freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Dankeschön. Während die Monarchie um Rudolf trauerte, wurde die Anwesenheit von Mary in der Todesnacht vertuscht. Ihr Körper wurde zunächst in einer Abstellkammer unter alten Kleidern versteckt und dann in einer Nacht- und Nebelaktion zum Friedhof transportiert. Damit der Transport möglichst unauffällig war, setzte man Mary aufrecht sitzend in eine Kutsche. Keiner sollte merken, dass man mit einer Toten unterwegs war. Um die Täuschung komplett zu machen, wurde Mary einfach wieder in das elegante Kostüm gesteckt, das sie übrigens auch auf diesem Bild trägt. Dann in ihren Pelz gewickelt und der Hut auf den blutigen Kopf gesetzt. Damit ihr Körper in der Kutsche aufrecht blieb, steckte man ihr einen Stock ins Kleid. So erfolgte der unwürdige Transport zum Friedhof in Heiligenkreuz, der ca. 5 Kilometer vom Jagdschloss entfernt ist. Ein gemeinsames Begräbnis, wie es auch Rudolf gewünscht und auf einer Notiz im Sterbezimmer vermerkt hatte, sollte es nicht geben. Um eine rasche Beerdigung zu ermöglichen, wurde Marys Tod als Selbstmord klassifiziert.
In den Morgenstunden des 1. Februar wurde sie in einem einfachen Holzsarg beerdigt. Erst Monate später konnte Marys Familie ihren Körper in einen würdigen Sarg umbetten lassen und in jener Gruft beisetzen, die hier am Friedhof in Heiligenkreuz zu sehen ist. Doch auch dann war Marys Totenruhe nicht ungestört. Ihr Sarg wurde 1945 von plünderten Soldaten mit einer Gartenhaue aufgeschlitzt. Und 1991 dringt ein Hobbyhistoriker in die Gruft ein und entwendet die sterblichen Überreste Marys, um sie forensisch untersuchen zu lassen. Hauptberuflich ist der selbsternannte Detektiv übrigens Möbelhändler. 1993 erfolgt die vorerst und hoffentlich letzte Beisetzung Marys. Um den Tod von Kronprinz Rudolf ranken sich bis heute zahllose Verschwörungstheorien. Nicht zuletzt deswegen, weil von offizieller Seite die Todesursache zunächst vertuscht werden sollte. Man sprach von Herzversagen und Schlaganfall. Erst später gestand man auch von offizieller Seite ein, dass Rudolf Selbstmord begangen hatte. Das eigentliche Opfer der Tatnacht, Mary Wetscherer, wurde in vielen Gerüchten diffamiert. So sprach man unter anderem davon, dass sie den Kronprinzen durch Gift ermordet hätte. Dass der Hof viele Dokumente aus den Untersuchungen verschwinden ließ, macht die Aufarbeitung natürlich nicht einfacher und heizt die Gerüchteküche bis heute an. Weitere Theorien besagen, dass Rudolf keinen Selbstmord beging, sondern Opfer einer internationalen Verschwörung war. Das ist auch die Theorie, die Zita, die letzte Kaiserin Österreichs, vertrat. Eine andere Theorie besagt, Rudolf hätte einen Putsch gegen seinen Vater geplant und um diesen zu verhindern, musste er sterben. Andere vermuten, dass sich Rudolf aus unerfüllter Liebe tötete oder um seine Ehre zu retten, weil er Mary oder eine andere Dame kompromittiert hätte. Ja, sogar ein Jagdunfall wird immer wieder ins Rennen geworfen. Rudolf war jedoch schon lange lebensmüde. Dafür sprachen seine Abschiedsbriefe und auch, dass er seiner langjährigen Geliebten und Vertrauten Mitzi Kasper bereits Monate vor der Tat angeboten hatte, gemeinsam in den Tod zu gehen. Sie lehnte jedoch schockiert ab und informierte auch die Polizei über Rudolfs Pläne. Mitzis Sorgen wurden jedoch nicht ernst genommen und es wurden keine weiteren Schritte eingeleitet. Mit Rudolf starb der einzige Sohn Kaiser Franz Josefs. Die Thronfolge ging danach an Franz Ferdinand über, einen Neffen des Kaisers. Doch auch dieser starb vor seiner Zeit. Er wurde 1914 gemeinsam mit seiner Frau Sophie in Sarajevo erschossen. Dieses Attentat sollte den Ersten Weltkrieg auslösen. Die Affäre Meyerlink ist sicher eines der größten Rätsel in der K&K-Monarchie. Und auch heute, mehr als 100 Jahre später, kommen immer wieder neue Anhaltspunkte dazu ans Tageslicht. Hier in der Österreichischen Nationalbibliothek befinden sich zum Beispiel die Abschiedsbriefe von Mary Wetscherer, die erst 2015 in einem Bankschließfach gefunden wurden. Sie erlauben einen neuen Blick auf die Affäre Meyerlink und jene Rolle, die Mary darin gespielt hat. Ihr könnt euch die Briefe ganz einfach im Online-Archiv ansehen.